Ich bin Andreas Fuhrer, ich bin 52, ich bin Pizzakurier, ich war vorher Klavierlehrer. Und wir sind hier in Brie, vor der Haltestelle von Brie. Wir sind in einem zentralen Quartier, das im Umbruch ist. Früher war das der ehemalige Schlachthof von Lausanne. Am besten gefällt mir, dass es hier lebt. Also man hört den Verkehr. Es hat etliche Beizen da, es hat sogar ein gewisses Nachtleben da. Also es ist eine sehr gemischte, durchmischte Bevölkerung. Aber eine sehr offene Bevölkerung. Ich reagiere gerne so auf andere Kommentare. Da wäre ich vielleicht mehr so, vielleicht manchmal ein bisschen Provokateur, macht vielleicht einen Witz, wobei es ein bisschen gefährlich ist. Die Witze versteht man. Das ist noch schwierig, dass man die versteht. Ich tue vielleicht manchmal so ein bisschen erklären, vielleicht wirklich manchmal ein bisschen belehrend sogar ein bisschen so. Ja, also das kann ich vielleicht auch noch sagen. Die Debatten, die sind für mich auch ein bisschen Anlass, mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Also ich tue vielfach, tauche ich dann so ein bisschen ein, so, also zu mich mit dem Thema. Es sind vielfach auch Themen, die mich seit längerem interessieren. Also ich muss ja dann meine Meinung, meine Position ein bisschen verifizieren. Also manchmal komme ich gegen meine Meinung, ich kann dann aber nicht reagieren, weil ich arbeiten muss. Ich arbeite als Pizzakurier und manchmal studiere ich, bin Lieferer, habe dann wieder Zeit im Auto und so. Studiere ich an dem herum und kann dann an meiner Reaktion schleifen. Also so.